So Leute, ihr glaubt nicht wieder, was passiert ist. Wir sitzen hier gerade schön hier in dem Park. Wir genießen jetzt mal ein bisschen das Wetter. Auf jeden Fall, ihr glaubt nicht, was passiert ist. Wir sind so im Starbucks, holen uns so ein Chai Latte. Und wen sehen wir? Einfach einer aus unserer Uni. Ey, ich komme nicht darauf klar. Nicht mal einer aus unserer Uni, einfach deine Freundin. Ja, meine Freundin aus der Uni, so die, wie ich kennengelernt habe über Kuba. Ey, wie krass ist das in ganz Tokio, einer der größten Städte der Welt, sind wir zur selben Zeit am selben Ort. Also wirklich. Und wir haben noch darüber so geredet, so ja, wir sind zur selben Zeit in Tokio. Und ich meinte so, ja, vielleicht können wir uns ja sehen. So, ach so, du wusstest, dass sie in Tokio ist? Ja, ja. Also. Ja, aber trotzdem. Richtig schön hier. Aber natürlich sind wir wieder an einem Tag gekommen, wo hier alles unter Construction ist. Gelandet mit dem guten Phil und Yoshi wieder am Start. Gerade so einen kleinen Schock verpasst. Es war wirklich ein Schock. Ja, guck mal, da ist Naruto. Oh. Oh. Switch Game. Oh. Oh. Oh! Mario! Oh, wait. Hier gibt es eine gebrauchte Switch Game. Naja, auf jeden Fall gehen wir hier durch die ganzen Läden durch. Und da waren vorhin so Figuren. Ah, die gibt's doch hier. Guck. Oh ja, da haben wir sie doch gleich. Da haben wir sie doch. Ja, Leute, warte, gibt's euch das mal bitte. Hier, also irgendwie ist es alles ein bisschen crazy. Bisschen und sehr suspekt. Das Schlimme ist ja nicht die ganzen Posen und so, sondern ich meine, das Schlimme ist, der Preis ist das Schlimme. Unnormal teuer. Also hier so ein Ding kostet 15.950. Das geht ja noch. Ja, das geht ja noch. Vorhin so einen von One Piece gesehen für sage und schreibe 1.500 Euro. Aber natürlich haben wir auch normale Sachen dabei, ne? Haben wir auch Naruto am Start. Ja, Mann. Das ist süß. Das ist als One Piece Fan. Ja, Mann. Und hier haben wir wieder Ghibli am Start. My favorite. So, Leute, hier in dem Used Laden für Spiele hat sich die Julia auch was gegönnt. Was ist denn das? Mario Party Superstars. Ah, und wie viel hat's gekostet? 35 Euro. Und hier steht alles in Japanese. Das ist meine einzige Erinnerung hier, dass ich mal in Japan war. Nice. Ja, Mann, ich freue mich. Leute, es wird langsam dunkler. Die Stadt erleuchtet wieder im Hell. Es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Vor allem, wir können hier einfach mitten auf der Straße rumlaufen. Weil das hier abgesperrt ist, warum auch immer. No way! Hello, you guys. Haben wir hier schon ein paar Points am Start. Der, wie heißt der nochmal? Vergessen. Auf jeden Fall hat der Gude uns, jetzt bringt er uns in das Restaurant von den Eltern von seinen Freunden. Und jetzt essen wir Monja zum ersten Mal. Oh. Es bleibt spannend. Wir wissen nicht, was uns erwarten wird. Auf jeden Fall nochmal, ne? Same. Und er meinte auch noch, wir müssen es selber machen. Ja, Mann. Das wird wieder embarrassing on a different level. Ich erklär mal. Warum ist hier überall der Mond? Der Mond ist hier überall, weil Tsukishima, die Area, wo wir sind, setzt sich zusammen aus dem Zeichen für Mond und für Insel. Mondinsel. Learning with Finn. In Japan. Ja, jetzt kommt wieder der Tourguide-Meme. Ja, Mann, du bist wirklich. Tourguide, oh yeah. Ich glaube, hier ist Place. Marshmallow, yeah. Thank you, Marshmallow.
can first take out the veggies and leave the liquid. The cheese. Yoshi is already excited. Oh, what is this? Looks like pretzel. Taste test. It's pretty good. It tastes different. Yeah. Okay. Should I, Julia, try? Yeah, sure. It's like worth eating. Mm-hmm. Much? Mm-hmm. We all have to eat it at the same time. Yeah, all at the same time? Okay. Bye. Let's go. Good. Go. Go. Mm-hmm. It's actually not that bad. Yeah. Bruh. I mean, I think it's pretty. I thought it would be so bad, and honestly, it's. So jetzt muss Yoshi das alles selber machen. Mal gucken, wie es meistert. How does it work? I don't know. Don't spill too much. Does anyone else want to try? No, I'm just filming. You're perfect at it. Okay. Then it's time for dessert. Even if they're not there, you take what's there. Oh my god. Good? Oh, she's dancing. Gute Reaktion. I love those type of desserts. Good? Good, good. Leute, 3 Stunden später, wir sehen richtig fertig aus, Alter. Ich weiß nicht, wir haben gerade einfach 3 Stunden am Stück gegessen. Ja, aber war geil. Unsere Mägen sind voll. Junge, dieser Pickel ist richtig am Papen. Papen, Bades in the ice. Ich hab like a blizzard. Guck mal, Phil packt jetzt seine Japanese Skills aus, Alter. Ja, Mann. Der ist richtig im Toto. Toto. Oshi. Oishi. Parabéns. Ja, nee. Toto, wir können es halt überhaupt nicht, ne? Toto Maro. Oishi. Parabéns. Arigato gozaimasu. Bitte, wie süß sieht das aber hier auch aus irgendwie? Es hat voll die Vibes hier, muss ich sagen. Richtig authentisch. Ihr Finn, was ist deine Bewertung hier von dem Essen? Very, fühlst du nicht noch 3 Stunden Food? Unglaublich voll gefressen tatsächlich. Ja, Mann. Aber ganz schön happy. Ich habe mehr Japanese verstanden, als ich dachte. Das ist, davon werde ich jetzt sehr lange zehren. Ja, Mann. Emotional. Oh. Hey, wie süß. Leute, die Besitzerin hat uns gerade noch einen Lolli gegeben. Wie so cool ist das Discount, denn? Das ist der Discount. Ja, Mann. So eine Süße, du. Was geht's gerade von? Wie heißt der nochmal? Hierarchie. Ich weiß es auch nicht mehr. Scheiße. Auf jeden Fall war er sehr netter. Er hat uns, warte. Hiroki heißt Hiroki, er. Hiroki. Er hat uns fast letzte Filme gegeben. Oh, yes. Die werden wir natürlich auch noch selten austesten. Of course. Ey, was ist ein Ehrenmann? Ehrenmann. Wir haben jetzt alles gezeigt, was seine Lieblingsstücke sind. Wir haben wie verrückt alles gekauft. Ja, Mann. Wir haben ihn alles gefragt über Japanese Culture. Politics, Sprache, Manieren, Regeln. Wir wissen alles. Let's go. Sumamusen. Wir wissen alles. Wir wissen alles. Samamu. Sumimasen, nee, ganz ehrlich. So, jetzt gehen wir nach Hause. In unsere 3 Quadratmeter Wohnung. Da ist er doch. Willst du auch noch auf den Rücken? Yoshi, please go to Masi.
Was willst du noch für die Community sagen? Für die Community, ja, war. Ich fand's richtig geil. Ich bin froh, dass ich Hiroki nochmal getroffen habe. So. Ja, Mann. Danke an Yoshi, dass er das alles organisiert hat. Danke an Hendrik. Hendrik, shout out to you. Dass er damals nach Kanada gegangen ist. Hendrik, shout out to you. Ne, cool, irgendwie. Ich meine, wir haben uns vor 6 Jahren random getroffen. Ja, Mann, war jetzt connected zum ersten Mal. Schön, ja. Fenja, dein Recap of the night? Das ist dein Recap of the night? Wie ich fand, sehr gut. Es war sehr authentisch, fand ich. Straßenecke, Alkohol aus Dosen trinken. Lieben wir. Das finde ich kulturell sehr nah an meiner Kultur, deswegen bin ich dabei. Thumbs up. Ja? Ja. Yeah. Do it again. Do it in Japanese, das Outro in Japanese. Japanese in Outro, bitte. Das war ein bisschen zu schnell, tut mir leid. Okay, wir müssen gehen. Tschüss. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Sayonara. Matane. So Leute, wo stehen wir jetzt? Vom Team Lab. Team Lab Planets. Es ist so ein Visual Museum. Falls ihr nicht schon davon gehört habt hier. So fancy Designs, whatever. Und ja, ich bin schon richtig gespannt, du. Nado? Mit dir? Fällt gerade an, ich kann gar kein Flash benutzen mit der Kamera, ne? Ja. Schon. Oh. Vielleicht bin ich aufgeregt, ey. So ein Fischschwarm durch und Liebert hat uns vorher gesagt, dass das Wasser so tief wird, ey. Ich habe mich gar nicht darauf vorbereitet, sein muss. Schön. Aber gut. Für die Experience hier. Der Schwarm ändert sich. Wie war euer Recap? Achso, von jetzt hier. Ja, hä? Hallo. Happy ist jetzt in der Figur aus Star Wars, ey. Ja, das war richtig geil, als wir da drin lagen. Fand ich, hat sich schon gelohnt. Es war irgendwie so voll die schöne. Entspannt, ja. Es hatte halt so ein bisschen so was von indoktrinierte Sekte, aber die gute Art davon, weißt du. Man hat sich danach gut gefühlt. Okay. Und warm. Das ist schon schön. Ja? Aber cool. Und was ist der Plan für jetzt? Fish Market und frisches Sushi. Yay! Let's go! Was ist das hier mit Tuna? Eins ist mit medium fatty Tuna und eins ist mit very fatty Tuna. Okay. Which is the best part of the tuna. Okay. Yes. Schaut mal zu diesem Sashimi, das ist einfach wirklich eine 10 out of 10. Yoshi hat sich hier noch eine
Omoreise. Omoreise. Leute, das Sashimi. Chefskiss. Ey, wir haben uns erstmal eine Bowl geteilt. Und dann haben wir uns eine zweite. Das ist so geil, ey. Wie ist die Roll? Ja? Wir haben Pancakes gegessen gerade eben. Ich habe es leider nicht mitgefilmt. Auf jeden Fall, die Pancakes waren sehr gut. Was für ein Rating würde ich dir wieder geben? 7 von 5. 7 von 5? 7 von 5 von 10. 7 von 5 von 10? Okay. Also, die Soße war sehr lecker, aber auf Dauer ein bisschen. Viel. Also ja, so in der Masse war es so. Am Anfang war es geil und aufregend und irgendwann hast du dich dran gewöhnt. Also so enden alle Beziehungs, wenn man sich trennt. Also, am Anfang war es aufregend, aber bitte hat sie es einfach gelegt, so Schlussfeind. Es war auf jeden Fall besser als das erste. Ja, ja, ja. Wir hatten so eins mit zum Ei drin einfach. Naja. Ja. Oh, machen wir mal einfach Ei einfach. Und der Finn verlässt uns gleich. Genau. Aber er kommt wieder. Er kommt wieder. Und hier, ja. Zauberer wie bei Kinchi Justation. Hey, hey! So Leute, im Vlog zeigen wir euch auch mal, dass das Leben als Tourist gar nicht so einfach ist. Weil wir sind jetzt ziemlich fertig mit den. Wir warten jetzt in diesem Laden hier. Und danach gehen wir ins. Wohin? Shibuya Sky Scramble. Sky Scramble. Ah, are you excited? Was haben wir uns geholt? Alter, wir haben einfach diese ganzen Dinge auseinandergenommen. Schön aufwächern. Es war einmal KitKat, Cheesecake, Matcha, aha, Strawberry, mhm, und of course irgendwas, eine Sache, die wir überhaupt nicht kennen. Wir wissen es nicht. Aber es bleibt spannend. Ach, da bin ich ja im Hintergrund. Hi.
Echt? Ich meine, das Buch auch gar nicht, also das fand ich so teuer. 7 Euro. So Leute. Was ist los? Weil so. Wir machen jetzt Recap wieder. Ja, direkt nee, an den anderen. Komm, mach dir dein eigenes Career, okay? Mach dir dein eigenes. Hey, jetzt auch nicht mehr. Also auf jeden Fall waren wir gerade eben auf dem Tower. Shibuya Scramble. Shibuya Scramble. Ja, genau. Und haben die wunderschöne Night View of Tokyo gesehen. Mit ein bisschen paar Regentropfen, aber es war trotzdem wunderschön. Genau. Und ich habe mir noch ein schönes Shirt geholt. Ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Es kostet nur 12 Euro. Und wenn du dann bei gutem Wetter noch raus kannst, ist es schon mega. Ja, ja, ja. Also die Sicht war echt richtig cool und so. Man sieht ja auch den Fuji, wenn es hell ist. Also das finde ich echt cool. Und jetzt machen wir uns auch auf dem Weg Ramen essen. Was sonst? What else? Aber das Sashimi von heute. Das Sashimi, das tut gar nichts. Wird nicht getoppt. Ich weiß es einfach. Es war so gut. Ey, wir müssen morgen eigentlich zu Sushi. Morgen hole ich mir selber was Sushi. Übrigens, wir haben euch gar nicht gezeigt, dass wir so eine kleine Kamera uns geholt haben. Die schönste Kamera, die man überhaupt haben kann. Mit Chin-Chan. Was ist das denn? Wie geil ist das? Der Japaner gestern war richtig begeistert. Der so, oh, you know this? You know this? Ich sag, komm ey, na klar know ich das. Chin-Chan is my life. Genau, und dann machen wir so eine kleine Japan on film. On film. Über das du dich nicht mal hin. Wir haben unser Place gefunden, nachdem wir 10.000 Jahre umhergewandert sind. Das ist einfach so ein random Place hier. So sieht es hier aus, der Place. So Leute, wir haben alle unsere Rahmen bekommen. Da hat der gerade wie so gesagt. Achso, vielleicht zweimal. Ah ja, sieht doch gut aus. Jetzt weiß ich es einfach nur.